Pro-EU. Und deswegen sind wir sehr stolz, seit in der Regierung zu stehen. Zwei Punkte, drei große Clashes in dieser Debatte. Erstens, der Diskursfaktor und die Ebenen der Diskussion, die wir schon hatten. Zweiter Punkt, die Handlungsfähigkeit der EU wird geschwächt. Und dritter Punkt, sehr wichtiger Punkt, warum brauchen wir die EU eigentlich und warum ist es wichtig, dass die EU funktionsfähig bleibt? Zuerst einiges an Debatte noch zu dem Punkt. Wir haben hier zwei wesentliche Dinge gehört. Wir haben einerseits gehört, dass es negativ ist, wenn Staaten austreten auf der nationalen Ebene, was wir auf dieser Seite vorschlagen, wenn sie wirklich massiv gegen die EU stehen. Und hier zwei Punkte. Erster Punkt, wenn diese Staaten eben handlungsfähig, wenn wir diese Policy vertreten und wenn diese Staaten in der EU bleiben, haben wir das Problem, dass sie den Rest der EU davon abhalten und Staaten und Bürger davon abhalten, die von der EU Benefits erhalten und die in der EU bleiben wollen, dass diese Handlungsfähigkeit von der EU geschwächt wird und dass die positiven Effekte der EU geschwächt werden. Deswegen glauben wir, dass es gut ist, wenn Staaten, die generell gegen die EU arbeiten, austreten. Und zweiter wichtiger Punkt in diesem Fall. Wir haben hier zwei Arten von Parteien. Wir haben Parteien, die Meinungen vertreten, die vielleicht gegen gewisse Dinge stehen, die gegen den Euro stehen und die gegen mehr Marktintegration in der EU stehen. Aber das heißt nicht, dass sie antieuropäisch sind. Antieuropäisch heißt hier, dass diese Parteien wirklich gegen die EU sind und ein massives Problem mit dem Integrationsprojekt Euro haben. Zweiter Punkt, den ihr gebracht habt. Ihr habt gebracht, dass die Meinungsvielfalt geschwächt wird und dass die Bürger sich nicht mehr identifizieren können. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass die Bürger sich nicht mehr mit der EU identifizieren können, wenn die EU nicht handlungsfähig ist, wenn die EU Dinge macht, wenn in der EU Dinge passieren, wenn einfach nichts vorangeht in der EU. Und wir glauben, dass das die Bürger mehr frustriert. Und wir glauben, dass eben durch die Prävalenz dieser antieuropäischen Parteien genau dies passiert. Zu meinem ersten Punkt. Diskurs, Ebenendebatte. Wir haben hier gesehen, geben Staaten, die wirklich glauben, sie wollen nicht in der EU sein, die Möglichkeit auszutreten. Und hier kommt es dazu, dass wir uns zwei Fragen stellen müssen, zwei wichtige Fragen. Wir haben hier zwei Ebenen. Die Ebene, was wollen wir in der EU machen und wollen wir die EU abschaffen? Und wir glauben, wenn ein Staat glaubt, die EU abschaffen zu wollen, sollte er dies auf nationaler Ebene, austreten. Und wir glauben, dass der Diskurs über die EU und über die Wichtigkeit der EU, fortgeführt werden sollte auf nationaler Ebene, wo es wirklich darum geht, sollten wir die EU abschaffen. Aber wir glauben, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Das haben wir in unserer Extension massiv gesagt. Wir glauben, dass die Vielfalt vertreten ist in den Staaten. Ja. Abgesehen davon, dass wir wirklich nicht glauben, dass die Menschen nur wegen wirtschaftlichen Gründen auf die Straße gehen, sondern auch wegen der Flüchtlingspolitik oder Ähnlichem. Ich glaube, das Problem der schließenden Regierung ist, dass sie auf der einen Seite Meinungsbildung innerhalb von Parteienblöcken erhalten wollen, aber gleichzeitig Meinungen ausschließen und Wähler ausschließen und berechtigte Sorgen. Ja, berechtigte Sorgen, die auf nationaler Ebene nach wie vor erhalten werden und auf nationaler Ebene diskutiert werden, worauf ich eigentlich hier einzugehen versuche. Wir glauben, dass es einfach nicht produktiv ist, wenn du zum Beispiel in einem Projekt, wenn du etwas machen willst, und du hast diese Trolle in diesem System, du hast Trolle, die eigentlich die ganze Zeit von etwas anderem redet, die ablenken von dem, was eigentlich auf dem Tisch liegt. Die einfach die Handlungsfähigkeit der EU massiv beschränken. Zu diesem Thema haben wir einiges gehört von Seiten der öffnenden Regierung, die uns gezeigt hat, wie dieser Schaden entsteht, wie Handlungsfähigkeit der EU geschwächt wird. Und wir haben erweitert in dem Sinn, dass wir gesagt haben, es ist nicht undemokratisch, was wir tun. Es ist undemokratisch in dem Sinn, dass wir Meinungen reduzieren, wenn wir Parteien zwingen, sich gegen diese Mehrheit, gegen diese starke Fraktion der antieuropäischen Parteien zusammenzuschließen und statt über etwas Konstruktives zu reden, destruktiv zu reden und destruktiven Diskurs zu führen. Wir sind alle Studenten, wir wissen, wie es ist, in einer Gruppenarbeit zu sein. Wenn du in einer Gruppenarbeit bist und jemand die ganze Zeit eigentlich nur darüber redet, wie schlecht diese Gruppe ist und wie schlecht diese Arbeit ist und warum er das eigentlich nicht tun will, dann wird der Diskurs verschoben. Der Diskurs wird verschoben zu dem Punkt, wo es darum geht, dass die Leute, die produktiv arbeiten wollen, gegen den reden, der nicht produktiv arbeiten will und es im Prinzip zu keiner produktiven Arbeit mehr kommt. Und wir glauben, dass das ein Problem ist, weil es die Bürger von der EU wegbringt und weil es die Handlungsfähigkeit der EU schwächt. Und wir glauben, die Handlungsfähigkeit der EU ist wichtig.
Warum? Weil, wie Pierre gesagt hat, dritter Punkt, die EU wichtige Punkte erfüllen und in unserem System. Wir haben massive Probleme, wir haben Umweltverschmutzung, die gelöst werden müssen auf einer größeren Ebene, auf supranationaler Ebene. Und gerade in einer Welt, wo diese Prisoner's Dilemmas im Prinzip immer, immer wichtiger werden, wo wir kooperieren müssen, glauben wir, dass es immer, immer wichtiger wird, dass die EU eben handlungsfähig bleibt. Aber und dass dieser Diskurs über sollten wir eine EU haben oder nicht, sollten wir Teil dieser EU sein, auf nationaler Ebene geführt werden sollte und nicht auf internationaler Ebene. Auf internationaler Ebene ist es wichtiger für uns, um jetzt diese Probleme zu lösen, wie Umweltverschmutzung, um die Grenzen offen zu halten, damit Handel vonstatten gehen kann, um die Bankenregulierung voranzutreiben, die wir brauchen, um eine nächste Finanzkrise zu verhindern, um überhaupt Dinge zu tun und Policies zu implementieren, die wichtig sind für die Bürger, in der EU. Und wir glauben, dass eben, wie Pierre gesagt hat, es für die EU besonders wichtig ist, für ihre Bürger Stabilität zu kreieren, Frieden zu kreieren in der Region, ökonomischen Wohlstand zu kreieren. Und wir glauben, dass deswegen die EU besonders wichtig ist und besonders handlungsfähig gehalten werden soll. Zusammenfassend, wir glauben, dass sicher, es besteht ein gewisser Trade-off hier, darin Meinungen zu beschränken, ein gewisser negativer Backlash. Wir glauben, dass dies der Fall ist. Wir gestehen das dieser Seite zu, aber wir glauben, dass unsere Konsequenzen einfach viel, viel wichtiger sind. Wir glauben, dass wir in einer Welt leben, wo die EU massiv wichtig ist und dass wir eben glauben, dass wir diesen Diskurs in der EU konstruktiv halten müssen, dass wir die Meinungsvielfalt nicht massiv beschränken mit diesen Maßnahmen, weil der Diskurs auf nationaler Ebene über den Bestand der EU fortgeführt wird, aber auf der EU-Ebene dann eben darum geht, wie führen wir es wirklich herbei, dass Bürger Wohlstand haben, dass wir Stabilität in der Region haben und dass wir europäisch vorankommen. Aus all diesen Gründen hohe Punkte auf dieser Seite.